Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Zum zweiten Mal. Das erste Mal war fail, weil wegen dem Event ich die Spons nicht anklicken konnte. Aber jetzt sind sie da. Glücksei und Sternstab läuft bereits, weil ich habe davon Raid mitgemacht. Mein bestes Lugia bisher, 2042. Natürlich nicht gefangen. So. Ich glaube, wir waren zu schnell und dann konnte ich den nicht fangen, aber egal. Lass mich hier schnell alle anklicken. Und neue Location probieren wir hier mal aus. Die anderen sind, glaube ich, in Parsing. Und noch ein paar andere sind am Pflanzeplatz. Kein Kommentar dazu. Ihr seid echt tot. Aber schauen wir mal, was so hier abgeht. Und das Modul hier ist nicht mal an. Dann zünde ich das hier mal. Auf geht's. Achso. Yay, mein erster Shiny. 7 Minuten nach dem Event. Aber null Unterschied. Mir wurde gerade gesagt, jetzt ist es nicht so spektakulär, weil ihr habt die Sterne nicht gesehen und jetzt sieht er eigentlich genauso aus. Wenn er wenigstens blaue Augen so hätte. Schauen wir mal. Ihr seht es gleich. Und eigentlich muss ich auch gleich meine 100 entwickeln. Weil beim letzten Mal hatte ich ja keinen guten zum Entwickeln mehr. Ah, tot. Auf jeden Fall entwickeln wir hier mal ein paar Visasamen. Number. Dann haben wir direkt ein paar. Alter, der alte Visasaflor und Visaknoss sehen so komisch jetzt aus. So, auf jeden Fall hier. Ich hatte ja beim letzten Mal keine guten Tratini mehr zum Entwickeln. Dann habe ich einfach das Beste vom Event genommen. Und da ich nicht auf 100er Jagd war, habe ich nur ein Shiny entwickelt mit der neuen Attacke. Das war aber damals nicht so schlimm, weil die Attacke war jetzt nicht besser als die davor. Aber hier ist sie halt besser. Dementsprechend muss ich zwei Visaflor machen, 100er. Auch wenn die richtig low sind und das echt traurig ist, muss ich den am Ende des Events leider pushen. Oh, ich will nicht. Und der hier auch relativ low. Level 35 ist, glaube ich, so 900 WP oder so. Sogar fast 1000, wenn nicht sogar 1000. Oh, ich habe gar nicht auf die Attacke geachtet. Jetzt. Schauen wir mal kurz. Ah ja, EP muss ich euch auch noch zeigen. So, Moment. Und ja, einen Shiny werden wir auch noch zu Bisaflor machen. Also hoffentlich kriegen wir drei Shiny. Einen für Bisasam, einen für Bisaknoss, einen für Bisaflor. Und da ist es, Frenzy Plant. Der ist aus Prag. So, Moment. EP-technisch müsste ich jetzt dann nach dem Event die 80 Mille endlich knacken. Hier. Fehlen nur noch 300.000. Und Staub habe ich die 8 Millionen geknackt gestern. 8 Millionen, 100.000. So. Update nach ungefähr einer Stunde. Das hätte ich früher zeigen sollen, Moment. EP-technisch geht da echt fast gar nichts, Mann. Ich habe mich da vollkommen überschätzt. 79.000. Ja, wenn es so weitergeht, schaffe ich nicht mal die 80 Mille heute. Und Bonbons. Okay, ich weiß nicht, wie viel ich nach dem Entwickeln hatte, aber Bonbons geht schon einiges. 1 Uhr, letzte Stunde, Update. Erstmal die EP, das ist das Wichtigste. Ups. Ich mache mich auf den Weg. Okay, ciao. So. Fehlt noch 140.000. In einer Stunde. Sieht schlecht aus. Bonbons. Passt alles mit dem Bild? Ja, geht schon. Ja, man sieht halt alles, ja, aber. Bonbons, schauen wir mal. Viel zu viele, selbst wenn ich noch drei entwickle und alle auf Max pushe. Noch ein Shiny. Und nur ein Shiny bisher. Weiter geht's. Letzte Stunde, schauen wir mal, ob ich noch ein Shiny bekomme. Aber wie technisch auch nicht so der Hit bisher. Ich glaube, das Beste ist
89, 87, was weiß ich, irgendwie sowas. Also unter 90 auf jeden Fall. Und Shiny Check? Nein. So. Die Jungs sind gerade angekommen, zufälligerweise. Passend hier auf dem Friedhof zur Beerdigung von Dragon Ball Super. Heute war die letzte Folge. Ich habe unten in den Kommentaren, wie ihr die fandet übrigens. Und hier habe ich einen Shiny bekommen, meinen zweiten. 695. Ist sehr ordentlich. Den entwickle ich gerne. Auch wenn der Müll dann ist. Zwecks Avi. Hallo? Und? Gefangen. Ich hab ein Video angeklickt. Was angeklickt? Oh! Attack 15! Bester Satz! Shiny! Alter, direkt entwickeln. Bam! Shiny! Bester Satz! Attack 15! Wie viel WP hat der? 695. Warte. 96 V. 96? Laber! Du Arsch! Krass. Du Arsch. So, erstmal entwickeln. Das müssen wir natürlich nochmal überprüfen, ob das echt 96 hat. Ich hab die App. Hast du ihn gefangen? Ich hab die App, ja. Keine Ahnung, wie deine App läuft. Bam. Also wir haben den gleichen, ne? Hier seht ihr das Endergebnis, weil Screen Recorder gerade nicht funktioniert hat. Sehr schade. Aber ihr habt meine Emotionen gesehen und gehört. Das reicht hoffentlich. Diesmal läuft der Recorder. Noch ein Shiny, 203, aber wie immer habt ihr den Anfang verpasst, wo der so aufploppt. Weil so sieht er echt aus wie ein Normalo. Aber den 96er mit 15 Angriff können wir, glaube ich, nicht toppen. So. Aber den könnte ich direkt zu dieser Knosse jetzt entwickeln. Oder den anderen halt. So, V-Check. So, ich habe ein paar Insider-Informationen jetzt bekommen von den Jungs. Ihr Plan mit dem Pflanzenplatz war nicht so toll, aber das wussten wir ja jeder davor schon. Aber danach waren die im Parsing. Oh, Moment, da ist ein kleiner Stand. Jetzt muss ich ihn da fangen. Und die meinten, da waren echt eine Menge Leute, aber bisasam-technisch war da nicht so viel los aus den Modulen, nur Taubs, die Radfratz und so. Und es war so schlecht, die Leute sind sogar gegangen. Also man munkelt, sagen die jetzt so. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber jetzt sind sie hier gelandet. Eine Stunde haben sie noch. Ja, nicht mehr ganz 40 Minuten. So, gib mir mal ein 2-Ei. Bisher nicht so der Hit, was ich so bekommen habe. Alter, es bleibt hängen. Yay, Magpie. Aber ob der shiny ist? Nee. Alter. Schade, wenn man schon mal ein Magpie brütet und dann leider kein Shiny. Die sollten echt 100% Shiny sein. Also nicht 100% IV-Shiny, sondern 100% Garantie, dass sie Shiny sind. Hier ist noch ein. Ich habe noch einen Shiny, aber der hat auch 695. Ich bin gespannt auf die IV. Hier ist Gerüchte bei mir. Also kannst du die IV nicht checken. Ganz komisch. Muss mal schauen, wie viel. Muss ihn erstmal treffen, weil. So, Moment. Da ist er. So. Kann mir nicht vorstellen, dass der auch so gut ist. Really strong. Ja. Naja. So, das war's von mir und vom Bisasam Community Day. 4 Shinies gefangen. Unter anderem mit dabei. 96er, mein bestes Shiny jetzt gesamt und auch das beste Bisasam gesamt, was halt heute gespawnt ist hier bei uns. Und Staub ein bisschen ausgemacht, Bonbons habe ich jetzt fast 1000, Bisasam Bonbons. Das Shiny werde ich auf jeden Fall auf Max pushen, von den 100ern, die ich entwickelt habe. Für die neue Attacke weiß ich noch nicht, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber das Shiny auf jeden Fall, die Woche dann noch. Und EP, leider nicht die 80 Mille geknackt. Nur 200 irgendwas 1000 gemacht während des Events. Da habe ich mich schon krass verschätzt. Ich dachte echt 400, 500.000. Aber an sich ein cooles Event. Die nächsten Tage wird dann das nächste Pokémon für den nächsten C-Day bekannt gegeben.
bin gespannt. Ich hoffe Lapras oder Galaxo. Und ich hoffe, bis dahin funktioniert die Map wieder. Aber jetzt heute habe ich die Map gar nicht vermisst. Und das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer C-Day so war mit Bisasam. Wie viele Shinies habt ihr gefangen? Was euer Bestes? 100% Shiny. Habe ich auch schon ein paar gesehen. Birge zum Beispiel hat eins bekommen. Und ja, schreibt das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.